Und damit willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einer weiteren JPB 2014 Qualifikation. Ich bin, wie gesagt, noch ein bisschen angekränkelt, also verzeiht mir, falls ich mich irgendwie komisch anhöre. Ich habe nochmal drüber nachgedacht und viele haben mir auch geschrieben, dass es cool wäre oder wichtig für mich wäre, wenn ich mir doch die Kurzanalysen ansehe zu den Qualifikationen. Bedeutet, wir fangen jetzt ja von dem schlechtesten bis zur besten Quali an und nicht chronologisch, deswegen wäre es schwer, jetzt zwischendurch die Kurzanalysen anzusehen. Ich habe mir überlegt, ich werde dann alle Kurzanalysen, wenn wir mit den Qualis durch sind, in einem Video ansehen, dass wir die wichtigen Infos oder Regeländerungen irgendwie mitbekommen haben. Oder falls jemand überraschend das Turnier verlässt oder falls irgendwas anderes, keine Ahnung, dass wir die wichtigen Sachen alle mitbekommen. Bedeutet, nach den Qualis dann irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viele Kurzanalysen es gibt, 4 oder 5, dass wir da dann irgendwie 20, 30 Minuten Video haben, wo wir uns die Analysen ansehen. Wer das nicht sehen möchte, der kann es skippen und dann haben wir halt noch dieses extra Video, ja? Nur, dass ihr da Bescheid ist, Leute. Ansonsten schauen wir uns jetzt die Qualifikation von Cinema an. Name sagt mir auch nichts, aber das ist jetzt der letzte, der rausgeflogen ist. Bedeutet, ab morgen, beziehungsweise ab heute, weil es ja mehrere Qualis in einem Tag gibt, sehen wir dann, wer alles im Turnier ist oder sehen nur noch die Qualis von den Leuten, die auch das Turnier geschafft haben. Ich glaube, ein paar von denen, die jetzt hier rausgeflogen sind, sind im Mini-JPB dann später. Aber das werden wir erst im Januar sehen, deswegen schauen wir mal, wie das ablaufen wird. Dann würde ich sagen, ganz kurz, bevor das Video startet, grüße ich einmal den lieben Marvin Denecke. Danke fürs Folgen auf Instagram. Wenn du auch einen Shoutout haben willst, folg mal einfach @flodaflo, das würde mich sehr freuen. Und dann schauen wir jetzt hier rein bei der Qualifikation von Cinema. Ich freue mich drauf, Leute. Let's go. So viele neue Leute, Alter, die ich hier kennenlerne. Es sind noch ein paar bekannte Namen in der Liste, aber es sind teilweise auch echt viele Leute, die ich noch nie gehört habe irgendwie. Deswegen, Cinema ist einer davon, Leute. Ich freue mich drauf und ja, let's go. Geh mal weg, du Lauch. Oh, ist das auch einer von der Mason Family, Leute? Ich glaube schon, oder? Da ist sogar ein M auf der Maske. Ich schau mal kurz hier rein. Die Mason Family, ja. Ist tatsächlich einer von der Mason Family. Ich weiß nicht, wie viele da existieren, aber ist halt eine Family. Geh mal weg, du Lauch. Ich verdiene jetzt Geld mit Pöbeln, weil das mein Fetisch ist. Als sei eine Elfenmöbel. Ich lass die Konkurrenz im Schatten stehen, der King ist hier. Es gibt niemand außer mir, den ich hier toleriere. Kein Geld in ihrer Tasche, aber 3 Tage lang feiern, weil sie ständig auf Pep sind, wie das Vereinswappen der Bayern, was die Punkte angeht. Bin ich. Weil sie ständig auf Pep sind, wie das Vereins. Wie das Vereinslogo der Bayern? Des Vereinswappen der Bayern, was Pep Guardiola, Leute, der damalige Trainer von FC Bayern. Mittlerweile, keine Ahnung, wer Bayern trainiert, aber nicht mehr Pep Guardiola, aber schön allein. Die Punkte angeht, bin ich einfach besser, weil du in Sachen Punchlines 10 verlierst wie Reinhold Messner. Drive-by, drück die BMW-Fenstertaste und zerlege mal eben die Leben der JBB-Gangster-Spasten. Also was, du muckst auf, ich hol die Walter-Knarre raus und dein ganzer Körper zittert so wie Klapperschlangenhaut, zeigt mir ein. Oh, irgendwie feiere ich dieses Image der Mason Family, wenn man das so sagen kann. Oder jetzt hier zumindest von Cinema. Dieses Schwarz-Weiß, dann in dem Anzug mit der Krawatte, aber mit der Maske. Es kommt so ein bisschen auch durch den Beat so Mafia-Feeling auf irgendwie, wenn es das richtig beschreibt. Ich glaube schon. Aber so ein bisschen Mafia-Vibes kriege ich hier. In dem Turnier, der lyrisch auf meinem Level ist. Und wenn du einen gefunden hast, dann bring ihn her, den Battle ist lächerlich. Denn danach braucht der Huso einen Neustart, weil sein Rap zum Abwinken ist. Fluglos ein Leuchter. Sag deiner Mama, schön, Mann. Ich am Start war und bin drin. Bist hier am Strahlen, ist so wie Japan, guck mein Kind. Du bist Versager, ich bin dein Vater und bin King. Ich zieh die Glocke auf deinen Schädel, du bist schneller als der Wind. Ah, die Hook finde ich nicht gut. Die Hook finde ich leider echt nicht gut. Ah, da sind die Doubles so blöd gesetzt irgendwie. Die sind nicht ganz sauber, finde ich. Oder er hätte es ganz doublen sollen. Das Problem ist, er hat hier eben nur die Endreime gedammelt, was man eben auch oft macht, aber die hört sich nicht ganz sauber an. Ich glaube, es wäre besser gewesen in diesem Fall, hätte er die ganze Hook gedoubelt. Oder sogar mehrfach gedoubelt. Oder sind die einfach zu laut? Irgendwas ist mit den Doubles nicht ganz richtig. Ich glaube, die sind einfach zu laut. Ah, schade. Ja, schade, hat mich ein bisschen rausgerissen, weil sonst finde ich das echt gut. Ich mag seinen Style, ich mag seine, ja, die Atmosphäre, die hier rüberkommt. Durch dieses Schwarz-Weiß-Video, wie gesagt, textlich fand ich es echt schön. Gute Vergleiche gehabt, auf jeden Fall. Einen schönen Flow gehabt, schöne Reime. Also, es hat mir eigentlich alles gut gefallen. Aber die Hook hat mich echt ein bisschen rausgeworfen, leider.
gibt es Stress, kann ich mich jederzeit mit einmischen. Klaust du meinen Text, ist das ein Megabyte? Wie high bist du? Megabyte, wie kleine Daten. Ich bin hier der Chief und schieße übers Ziel hinaus wie Keanu Reeves in Speed. Ich schieße Fotos, bin gerade dabei, die Mamas zu schön, Mann. Und dann sieht man das auf Diaz, wie den Lover von Cameron. Ich bin dabei und zeige... Cameron Diaz, Alter, auch eine gute Lage. Also textlich echt gut. Textlich echt gut und mal ein bisschen was Frischeres, Innovativeres und nicht immer dieses 0815. Ich meine, hatten wir jetzt zwar auch nicht bei jedem, aber ja, immer dieses, ich fick deine Mutter, ich bin der Geilste, bla bla bla. Das ist jetzt schon so ein bisschen qualitativ hochwertiger. Das auf jeden Fall, finde ich. Ein Lover von Cameron, ich bin dabei. Und zeige Hipster-Girls mein drittes Bein und hab teuren Stoff dabei wie Glitzer-Shirts von Philipp Blaine. Schon wieder wird gestaunt, riesiger Applaus, denn mein Auftritt löst bei vielen Menschen Kieferkrämpfe aus. Denn ich bin wieder back in town und liefer diesen Sound, der Riesendämme baut, so wie Riesenbiber-Clown. Erinnert mich jetzt, und ich möchte jetzt hier nicht irgendwie ihn damit direkt gleichsetzen, aber erinnert mich so ein bisschen auch an Kollege an manchen Stellen. Besonders hier gerade so an Zuhälter-Tape, bin wieder in der Town. Das hat mich jetzt gerade an John Gotti irgendwie so ein bisschen erinnert, keine Ahnung. Aber auch von der Reimstruktur her teilweise sind das so Wörter, die auch Kollege benutzen würde irgendwie. Also, keine Ahnung, kommt mir irgendwie so vor. Also, ist schon ein anderes Level vom Text her, das auf jeden Fall. Diesen Sound, der Riesendämme baut, so wie Riesenbiber-Clown. Ballliger König im Battle, Landesmeister, weil ich das rekonstruiert hab wie dieser Bambi-Zeichner. Dicker, misch dich in das Battle, lassen für dich... Oh. Das auch schon wieder, weil ich das rekonstruiert habe, wie in der Bambi-Zeichner. Das rekonstruiert habe. Ey, das ist schon ganz geil, Mann. Ich möchte mehr von der Mason-Family hören. Wie viele Leute sind dabei überhaupt? Das könnt ihr mir gerne reinschreiben. Sind da noch mehr als jetzt Karma und Cinema dabei? Oder sind es nur die beiden? Weil ich glaube, wenn die so ein... Falls sie immer noch Mucke machen... So ein Feed haben mit allen von der Mason Family, das wäre schon ganz cool, Alter. Fehler, denn jetzt hat endlich dieser Schwammkopf einen würdigen Gegner. Yeah. Sag deiner Mama, dass ich am Startbaum bin drin. Ja. So guck, mein Kind. Auch im Beat passiert zu viel in der Hook. Im Beat passiert zu viel in der Hook. Das ist echt das einzig Negative hier, finde ich. Strahlen ist so wie Japan, guck, mein Kind. Du bist Versager, ich bin dein Vater und bin Kind. Ich zieh die Glocke auf deine Schere, du bist schneller als der Wind. Ja, schade drum. Du bist Versager, ich bin dein Vater und bin King. Ich zieh die Glocke auf deine Schere, du bist schneller als der Wind. Aber ansonsten echt eine geile Quali, Alter. Holy shit. Also ich glaube, der ist auch im Mini-JPB noch mit dabei, Cinema. Kann das sein? Also ich freue mich auf jeden Fall drauf, mehr von ihm zu hören. Weil das fand ich echt gut, Leute. Das fand ich echt gut. Kommen wir zum kleinen großen Mini-Fazit. Also bis jetzt finde ich... Ja, mit die Quali, die mich am besten oder am meisten angesprochen hat. Die von Chosen fand ich ja auch echt gut. Aber die, ja, keine Ahnung, die war nochmal eine Ecke besser, würde ich fast sagen. Ich fand, dass die Atmosphäre, die rübergekommen ist, eben dieses Mafia-Image, so ein bisschen, ich weiß nicht warum, aber das kam so ein bisschen rüber. Alles in Schwarz-Weiß gehalten, fand ich gut. Ansonsten Kameraführung und so war in Ordnung. Also Video fand ich, war in Ordnung auf jeden Fall für eine Qualifikation. Kann man das so sehr, sehr gut machen, finde ich. Ansonsten textlich stark, ein bisschen zusammenhangslos an manchen Stellen, okay, aber das hast du ja fast überall. Dafür aber extrem gute Vergleiche, schöne Reime, auf jeden Fall schöne Reime gehabt. Wie ich auch meinte, teilweise von der Reimstruktur oder von der Wortwahl einfach ein bisschen an Koller erinnert. Und ich möchte jetzt, wie gesagt, ihn nicht gleichstellen damit, aber es sind Wörter dabei gewesen, die mich auch, wo ich mich nicht gewundert hätte, wenn Koller die benutzt hätte, weil sie sich einfach zum Reimen so gut eignen, ja. Also auf jeden Fall eine schöne Wortwahl hier gehabt. Ansonsten kam er mir auch sehr sympathisch rüber irgendwie, ich weiß nicht, also bis auf die Hook, da hätte ich mir halt echt gewünscht, dass er irgendwie das anders gedoubled hätte, der Beat war ein bisschen komisch, da ist zu viel passiert im Beat und die Doubles waren ein bisschen weird für mich, entweder zu laut oder auch ein bisschen falsch gesetzt sogar, aber vielleicht ist auch nur Geschmackssache jetzt von mir, dass ich das nicht so hart gefeiert habe. Orwon war sie trotzdem, das muss ich sagen, aber wie gesagt, aus musikalischer Sicht für mich nicht so das Beste vom Besten, aber man merkt, dass da auch nochmal ein Unterschied war irgendwie, dass da nicht mehr viel gefehlt hat. Ich meine, er hat jetzt 1% mehr als Chosen gehabt, aber trotzdem, ja, hätte ich ihn auf jeden Fall gerne drin gesehen und bin gespannt, ob er denn noch im Mini-JPB irgendwie was eingereicht hat, dabei sein wird, keine Ahnung. Es gibt ja auch Mammut-Mix. Und Mammut-Mix ist, glaube ich, wo so gut wie alle mit dabei sind oder sind da nur die beiden, die im Finale, nicht im Finale, die weitergekommen sind. Also die aus dem Achtel.
Ich weiß es nicht, Leute. Ich weiß es nicht. Schreibt mir das gerne rein, wenn ihr es wisst. Ansonsten, ja, schreibt mir auch auf jeden Fall noch rein von der Mason Family, was ich darüber wissen muss, wie viele dabei sind. Und ja, ansonsten bin ich hier zufrieden. Eine sehr, sehr gute Qualifikation. Und dann gibt es heute noch die erste von Taylan. Wobei, gibt es heute die erste? Ja, heute müsste es die erste noch geben. Mit Taylan. Irgendwas, keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird. Freut euch darauf, Leute, dann grüßen wir einmal die Leute von Patreon. Und zwar wäre das der Simon, Philipp, Edoras, der nette Lette und der Easy. Danke für euren Support. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns heute Abend noch bei ein oder zwei Qualis. Ich weiß es nicht, Leute. Bleibt fresh und ciao. Flo, der Flo.